Guckt euch dieses Ding an. Das war damals einfach genial. Einfach einsteigen und losfliegen. Man kann alles benutzen. Willkommen zurück zu Battlefield 1942 in der alliierten Kampagne bei der Schlacht um Gazala. Die erste große Karte im Spiel, der auch große Flankenmanöver jetzt schon möglich sind und wo wir, sieht man dann gleich, zwei große Linien haben wir. Start mal ganz vorne als Medic. So. Boah. Wir laufen zum Ziel. Ja, wir laufen. Ich verstehe jetzt nicht. Ah doch, die gehen in die andere Richtung. Gut. Also hier sieht man schön zwei Linien. Wir haben die G-Linie, die dann auf die 7er Linie übergeht. Und dann die F-Linie. Die sich auch, wenn ich jetzt nicht auf die Karte nur gucken würde, könnte ich feststellen, dass ich einen Zaun laufe, die sich gegenseitig Unterstützungsfeuer geben können. Zwischen F und G, über die ganzen Hügelketten etc. Das ist eine tolle Karte. Ist ein bisschen manchmal kompliziert gewesen im Multiplayer. Einfach durch die Wechselwirkungen. Aber es macht Spaß, zum Beispiel auf einem dieser Hügel hier zu stehen, zwischen all diesen Flaggen mit der Selbstfalllafette und indirektes Feuer zu geben, über die halbe Karte hinweg und keiner weiß, woher es kommt. Macht Spaß. Historisch, soweit ich es weiß, lehnt sich's an die den Unternehmen Theseus an, bei welchem die Deutschen die Briten zwischen Gazala und Bir Hakeim einkesseln wollten. Wenn ich den Ort jetzt richtig ausgesprochen habe. So, und jetzt müssen wir hier vor, da unsere Selbstfahrlafette feuert. Da hinten sehe ich schon einen Panzer 4D. Ich glaube, der ist die Ausführung, die es im Spiel gibt. Ja. So viele Details hat die Karte natürlich nicht. Aber irgendwie musste man das Ding ja damals auf normalen Rechnern zum Laufen kriegen. Ich glaube, mein PC hatte damals Pentium 3 mit 1 GHz und 128 MB SD-RAM und okay, das läuft bisher überraschend gut. Gar kein Widerstand. Ich bin ein bisschen verwirrt. So, aber jetzt natürlich klar, jetzt hatten es die Deutschen theoretisch schwer, weil sie nur eine Flagge haben. Und der Weg ist extrem lang. Was ist denn los? Komisch, das sind sogar mehr Achsenspieler und trotzdem. Ja, jetzt stehen wir hier wie nicht abgeholt, oder? Ja. Dann gehen wir dem Feind sozusagen mal entgegen. Komisch. Also wir können auf D6 auf diese Anhöhe gehen, da wo dieser graue Punkt war. Kurz gucken, ob da was ist. Nein. So sehen wir wenigstens was von der Karte. Also für die damalige Zeit war die Sichtweite echt nicht übel. Oh. Ah, eine Wespe. Das muss man jetzt nicht verstehen. Oh, ich wollte da nicht runter. Da ist die Wehrmacht. Da ist sie unterwegs. Ja, das ist jetzt gerade ein armseliges Schauspiel, das wir hier erleben. Nun gut, hat geklappt. Also nein. Wenn wir schon hier rum müssen, können wir die Selbstfahrlafette stibitzen. Manchmal geht's, wenn man die Taste E hämmert. Wow, nicht uns überfahren. Nein, er will uns nicht lassen. Schade. Wirklich schade. Na, das hat jetzt so keinen Wert. Das hat jetzt so keinen Wert, Leute. Also, wir gehen jetzt zurück hier ins Lager und gucken mal, was wir mit den Flugzeugen ausrichten können. Ich bin jetzt überrascht, das war jetzt bisher gar kein Widerstand, aber so ist das halt. Ach, guckt euch dieses Ding an. Das war damals einfach genial. Einfach einsteigen und losfliegen. Man kann alles benutzen.
Und auch hier wieder die kleinen Grafikglitches. Wegen der hohen Auflösung. Und dieser Sound. Und da guckt, das Fahrwerk, es wird eingezogen. So, und jetzt fliegen wir, wie es sich gehört, mit der Maus. Okay, rechte Maustaste ist Bomben abwerfen. Das ist einer unserer Panzer. Und, wo? Oh. Wer hat auf uns geschossen? Yay, yay. Wir haben ihn. Wer schießt auf uns? Wer schießt auf uns? Oh. Ein Scharfschütze. Das war... Okay, hier geht jetzt die Post ab. Ich glaube, wir müssen hier hin, Leute. Also, wenn ihr sieht... Oh, da ist ein richtiger Panzer. Sofort wechseln auf Panzerabwehr. Da kommt ja richtig was rüber. Kommen die auf einmal her? Hm? Ja, ganz blöd. Ganz blöd, ganz blöd, ganz blöd. Wir müssen schnell ins Geschehen. Aber wir nehmen jetzt nicht nochmal ein Flugzeug, das endet ja nur böse. Wir nehmen so einen schönen Jeep und fahren damit spazieren. Na, wenn ich mal einsteige. Also unser Helm ist... Was modisches Bewusstsein angeht, da waren die Briten mit ihren Helmen echt nicht so pralle. Und dann können wir mal weiter. Hopp. Die Größe der Karte hat natürlich auch den Vorteil, dass es die Komplexität durch die zwei Linien erhöht. Ohne dass man jetzt, das ist die zweite Karte, die man in der Regel vom Spiel zu Gesicht bekommt, ohne dass man jetzt komplett lost ist und nicht weiß, was man tun soll und... Das vielleicht, vielleicht... Nein! Das war ein Schuss in den Ofen. Oh, 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 oh. Ah. Wo ist der? Komm. Läuft doch da noch. Komm, komm. Wir können zumindest die Flagge blockieren. Also gegen einen Menschen wären wir jetzt natürlich tot. Wobei ich im Multiplayer gegen Menschen auch schon erlebt habe, dass da Menschen ausgestiegen sind, wenn man sich im Gebäude versteckt hat, was natürlich ein riesiger Fehler ist. Weil man dann... Sehr schön. Weil man natürlich dann das Risiko geht, als aussteigender Panzerfahrer, dass man doch besiegt wird. Und dann gehört dem Feind der Panzer. Das will man eigentlich unbedingt vermeiden. So, jetzt auf Ducken. Ich höre nichts. Wir haben es geschafft. Oi. Das war am Schluss dann doch spannender als gedacht, aber es ist relativ wenig passiert. Aber so ist das eben. Kann vorkommen. Bis zum nächsten Mal.